kostet nichts. Nicht in Michelstadt. Im gesamten Odenwaldkreis kostet Busfahren für Senioren, die ihren Führerschein abgeben, nichts. Bahnfahren auch nicht. Die Odenwald-Regionalgesellschaft, zuständig für den öffentlichen Nahverkehr, hat die Kosten übernommen. Zunächst für 3 Jahre. Gabriela Hattema verhilft das zu einer ungeahnten neuen Mobilität. Ich finde das spitzenmäßig. Also 3 Jahre umsonst fahren zu können durch ganz Hessen, also das finde ich ein sensationelles Angebot. Das Hessenticket für Senioren gilt ab 9 Uhr, wenn die Busse ohnehin weniger genutzt werden. Prima für Gabriela Hattema, weil es hier dazu noch kostenlos ist. Sie fährt sowieso schon seit 7 Jahren nicht mehr selbst Auto. Der Leiter des öffentlichen Personennahverkehrs hat sich das Gratisticket ausgedacht. Ein ausgeklügeltes verkehrspolitisches Konzept steckt dahinter. Wir wollen niemanden den Führerschein abspenstig machen. Es ist nicht der Wille zu sagen, gebt euren Führerschein ab und dafür kriegt ihr ein 3-Jahres-Ticket. Das steht nicht im Vordergrund. Wir wollen älteren Leuten sagen, ihr könnt auf den Ortschaften wohnen, ihr könnt eure Immobilie dort weiterhin nutzen, ihr könnt aber auch jederzeit zum Arzt und zur Apotheke oder zu kulturellen Veranstaltungen in das Zentrum fahren. Es ist nicht nur der Bus alleine. Der gesamte öffentliche Personennahverkehr ist vernetzt. Auch Taxis sind im Odenwaldkreis mit eingebunden. Taxomobil heißt die Geschichte. Online und auch telefonisch können die Senioren ein Taxi rufen, von morgens um 5 bis abends um 10. Das kostet dann einen Aufpreis und der wird von einem Konto abgebucht. Aber es ist längst nicht so teuer wie eine übliche Taxifahrt. Unsere Innovation ist eigentlich, wir wollen bestehende Ressourcen nutzen. Wir wollen Taxi- und Mietwagenunternehmen und den ÖPNV miteinander verzahnen, also keine Konkurrenzprodukte schaffen zu dem örtlichen Taxi- und Mietwagengewerbe, sondern die in die Erstellung mit einbinden. Es funktioniert. Die Odenwald-Regionalgesellschaft hat Mobilitätsberater eingestellt, die den Senioren zur Hand gehen. So kompliziert ist das alles nicht mit der Bewegungsfreiheit, auch für ältere Menschen. Wir als mobile Mobilitätsberater besuchen dann auch ältere Menschen zu Hause, um einfach persönliche Fahrpläne zu besprechen, persönliche Fahrpläne zu erstellen, Auskünfte zu geben. Und nun, irgendwer muss dieses sehr spezielle Mobilitätskonzept ja bezahlen. Die Regionalgesellschaft selber tut's. Sie hat einen Großteil ihres Marketing-Etats in das Projekt gesteckt. Die beste Werbung für den öffentlichen Nahverkehr ist, wenn immer mehr Menschen ihn nutzen. Uns liegt besonders am Herzen der Odenwald. Der Odenwald, dass man den Odenwald lebensfähig hält, lebenswert erachtet, und dazu gehört dazu, dass man auch mobil ist im Odenwald. Und das ist uns eigentlich ein Herzensanliegen und auch unsere Aufgabe als ÖPNV-Organisator, das zu machen. Gabriele Hattema fährt noch mal raus mit dem Citybus. Sie will schauen, was ihr Pferd auf dem Reiterhof macht. Sie muss zwar noch ein Stück laufen, aber was soll's. Senioren kommen gut rum im Odenwaldkreis.